Wie Boten einer längst vergangenen Zeit erheben sie sich inmitten verträumter Dörfer, die Überreste der Thüringer Klöster. Einst sakrale Monumente romanischen Ursprungs sind sie heute steinerne Mahnmale der Vergänglichkeit. Wenn wir heute an Klöster denken, dann ist es doch die Ruhe und die Einkehr, die uns dorthin bringt. Im Mittelalter ist es jedoch anders gewesen. Natürlich ging es auch ums Arbeiten, ums Beten, ums zu sich und zum Glauben finden. Aber es ging auch um Wissensvermittlung, es ging um die Anfänge von Wissenschaft. Die Klosterkultur hat auf unser Leben ganz viele Einflüsse. Viele Heilkräuter wurden in Klosteranlagen kultiviert. Aber wir haben natürlich auch Bibliotheken, die wirklich Dinge überliefert haben über Jahrhunderte hinweg. Auch Klosterschulen sind Vorboten unseres Schulsystems und dort konnte man eben nicht nur sich seelsorgerisch versorgen lassen, sondern auch weiterbilden. Einige sind nur noch Fragmente aus Stein, andere haben sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt. Wir haben auch nach der Reformation immer wieder Umnutzungen in den Klosteranlagen gesehen. Wir haben Kloster Paulinzella, das als Jagdanlage der Fürsten diente. Wir haben aber auch Göllingen, das später zur Konservenfabrik umgebaut wurde. Man kann fast nichts sich mehr Entgegenstehendes haben als ein Kloster und eine Konservenfabrik. Und in Mildenfurt ist es so, da hat man eben auf diese alten Mauern ein Schloss gebaut. Und auch heute noch erfahren die Klosteranlagen einen stetigen Wandel. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten erweckt Langvergessenes zu neuem Leben und lädt sie ein auf eine spannende Reise durch die wechselvolle Geschichte der Klosterlandschaft Thüringens. Man hat Denkmäler aufgeschlossen, sodass sie ihre Wirkung entfalten können. Manche interessieren sich mehr für die Geschichte, aber andere nehmen auch diese Wirkung wahr. Wir haben mit diesen sakralen Denkmalen einfach Orte, die eine ganz besondere Wirkung auch auf jemanden haben, der dorthin kommt und reingeht. Und ich finde, man spürt es noch. Es sind die Sakralbauten selbst, welche die Mystik der Vergänglichkeit innewohnt und die doch etwas in jedem von uns auslösen. Hoffnung und Zuversicht. Ich denke, insbesondere in Mitteldeutschland ist es ganz wichtig, die Hinterlassenschaften unserer Klosterkultur zu erhalten, weil sie stehen ja für eine europäische Kultur, für ein europäisches Netzwerk. Besuchen Sie uns und erleben Sie die faszinierende Vielfalt von Kulturdenkmälern in Thüringen.